Guten Abend, zu und weil ihr wieder in Neverscan unterwegs in der nunmehr dritten Folge der Alpha 14 von Left 4 Dead. 7 Days to Die. Und wir befinden uns in der Alpha 14.5. Die hat vor zwei Tagen, glaube ich, einen neuen Patch gekriegt. Jetzt ist nichts mehr grün, sondern alles rot, also zumindest das sieht man. Ja, was beweist, dass du nicht farbenblind bist, weil du das gesehen hast. Yay! Yeah. Und was ich sonst da hat, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe die Patch Notes nicht gelesen. So, weißt du was? Sie haben ein paar Bugfixes gemacht und vor allem, sie haben versucht, ein Stabilitätsproblem zu lösen, weil sehr viele Spieler noch immer ein Problem haben, dass ihnen die Spielstände abschmieren die ganze Zeit oder dass sie überhaupt nicht starten können. Aha. Aber sie vermuten, dass das Problem bei Unity liegt, sprich bei der Engine. Das ist aber nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. Was auch nicht gut ist, bitte, ist, ich bin infiziert. Ja, wir werden morgen schlicht und ergreifend ausrucken und entweder Honig oder Penicillin finden. Genau. Kriegen wir schon hin. Gut. Achso, da war ja was mit einem Timer, gell? Ja genau, also der Timer ist bei mir Duration 2 Stunden 30 und Time Left ist 1 Stunde 40 und 14 Sekunden, 13 Sekunden, 12 Sekunden und so weiter. Interesting. Das wird die ganze 7 Days to Die Erklärung aber ziemlich ad absurdum führen. Jupp. Fand ich nicht gut. Etwas Neues habe ich noch gemerkt bei den Rezepten. Um jetzt Bacon and Eggs zu machen, braucht man keinen Cooking Grill mehr, sondern einen Cooking Pot. Ich weiß nicht, was das soll. Jawohl, das verstehe ich sogar sehr gut. Hast du schon hast du schon mal Eierspeis auf dem Grill gemacht? Fetzen Gaudi, sage ich das. Ah, aber du musst jetzt erst. Ey, man kann es einmal probieren und dann denkt man sich, Wir haben den Speck, du hast da in der Pfanne braten. Oh, ich hör was. Ja. Smoby-Alarm, Affe, schießen. Affe mit Geplärr. Wir sind nicht schon wieder irgendwo durch, Scheiße. Was? Ah, die Türen sind nicht. Auf die Bienen, aus die Bando. Die Schweinsbacke, die sind der alte Schläger. Kannst du wieder da? Ich fass euch nicht. Was ist denn das? War das nicht der eine? Ha, der Lump! Ja, der Mörder, die haben gemacht, ich schau mal runter. Schaut was aus? Bin nicht. Nein, es ist da noch einer. Ja, noch was. Also eher hinten. Aber wir haben ja ein Doppeltürsystem, genau. Warte mal raus, da schießt man die Ratte, der muss weg. Ich schnapp den. Okay. Heftig zu gar nicht. Irgendwer Holz hat er schon da hinten gemacht. Der ist auf der Hinterseite irgendwo. Auf der Hinterseite, okay. Wir brauchen da unbedingt mehr Schussfelder. Ja. Dem Haus. Da hinterm Beet gehört was aufgemacht und dann auszuschießen. Ja, auf in jeder Himmelsrichtung halt. Ja, ich meine, da haben wir es ja eh bei dem Turm. Durch den Turm. Ah ja, ja, richtig. Okay, unser Schießturm. Der ist ja eh gut. That's right. Hast du da gesehen von dort aus? Ja. Aber es ist so finst, der hat noch viel zu wenig Fackeln gesetzt. Ich finde nicht einmal mehr einen Schussturm. Geht's denn da raus? Ja, sag mal. Wo geht's raus? Wo? Da. Da nach Norden direkt. Ah, so, ja. Ja, ein bisschen finster. Weißt du, auf was wir da dann Acht geben sollten, ob sie endlich einmal die Tag-Nacht-Übergänge ein bisschen smoother geschaltet haben? Ja, stimmt. Das war nämlich relativ grobe optische Problematik. Tada! Tag. Klonk, Nacht. Nein, also es ist Monty schon, Python, also man merkt schon ein bisschen mehr von der Helligkeit. Kommt. Musstest du spiken? Nein, ich tue da gerade ein paar Frames noch setzen, damit wir da nicht runterhoppeln müssen, sondern dass wir ebenerdiger auskennen. Ja. Ich geh nochmal Wache halten. Okay.
Look at me, I'm on guard. Demnächst voll oben in die Specks rein, der hat sich selber umgebracht, da ist er. Speckifiziert. Okay, sehr gut. Das ist ein braver Zombie. Ah, der arbeitet mit, das gefällt mir auch. Ja, ein bisschen mehr Mitarbeit von den Zombies kann man eigentlich schon erwarten, oder? Ja, man wird denen ja was dafür, nicht? Bauen genau. Einer Sachen zum Zusammenhauen. Da steckt ja. Ein Hirsch im Wasser und rotiert um die eigene Achse. Der übt Pirouetten, jam jam. Jetzt hat er sie ausgedraht. Ja, und sonst, und sonst, und sonst, und sonst. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, was neu ist. Zu berichten. Naja, vielleicht die Tatsache, dass Quantum Break für PC jetzt erhältlich ist seit 5. April. Keiner weiß wie. Ich schon, hast du installiert. Und sobald Laser 4 und oder Ori durch sind, tada, gibt's den zweiten Streich von Alan Wake. Von Alan Wake Produzenten Remedy Entertainment aus Juhu. Finnland. Finnland Juhu. Sind die. Ja, die Finnen sind super. Die Finnen sind extra cool. Auch eine gute Musik. Quoten, alles Quoten. Und Mettler. Was? Quoten? Quoten. Jeder zweite oh. Finne ist entweder Emu oder, oder Monster Mettler. Geht es man's mit Quoten, okay, ich verstehe. Hm. Netten Sternenhimmel haben wir heute wieder. Und wo ist der Edelmann? Hinterm Haus. Genug Wache gehalten. Ich gehe wieder rein, mir wird kalt. Seven Days to Die. Ja, es ist aber der, die Frage, wann wird das, ob das Spiel jemals fertig wird und ob die Entwickler eigentlich wissen, wie das Spiel ausschauen soll, wenn es fertig ist. Genau. Du, schau mal auf, ich hab da jetzt so Iron Bars auf die Seiten hingestellt, das heißt, man kann da ein bisschen rum. Ja, ich hoffe, die tragen. Die tragen? Ja, die tragen. Wunderbar. Ah, wir haben schon wieder so... Ah, das grausige Ding da am Balkon. Kadaver. Ah, das ist super. Okay. Das schreckt die anderen Zombies so. Das ist ein Exempel. Ja, genau. Da die Straßenlaternen finde ich auch spitze. Ja. Ja, zumindest gutes Licht. Mal. Es wäre super, wenn wir da noch... Noch vorn so eine Iron Bar setzen könnten. Kann man ja. Ja, aber nicht von oben. Was denn? Wir müssen da von unten rauf basteln. Ja. Naja, es ist Nacht. Wie gesagt, wir brauchen ja nicht so wütend jetzt die Bautätigkeit fortsetzen zur Nacht. Ja. Was auf jeden Fall noch sein muss, ist da in die Richtung was. Und da gleich mal ein Loch reinhocken, ne? Was sagst? Warum nicht? Jo, wie die Sonne. Wie die Sonne. Gute Idee. Was ist jetzt? What? Ist da gerade ein Hirsch verratzt bei uns unten? Fuck, was war das? Das war ein Hirsch. Das war das widerlichste Geräusch, das ich in dem Spiel jemals gehört habe. Ich will jetzt wissen, oder? Auch auf die vorhin, dass ich jetzt draufgehe. Genau. Mach bitte die Tür hinter dir zu beim Draufgehen oder vor dem Draufgehen, ja, bitte. Okay, ich mach's grad. Ah! Hirsch will ich ausnehmen. Also nach dem Motto, wenn du krepierst, dann bitte safe für mich, okay? Danke. Gut. Ist legitim, muss ich sagen. Okay. Dieser Hirsch ist ausgenommen. Wieso denn krepiert? Wo haben wir denn verändert? Genau in den Spikes drin. Echt? Ja. So weit dran ans Haus wagen sich die Mistbiester. Wunderbar, was braucht man nicht mal mehr jagen gehen?
Genau. Geil. Das steht einfach, ja, das ist eine Form von Trapping. Warum macht man das nicht öfter? Sie einen Platz markieren, irgendwo im Wald und einfach Spikes aufstellen. Ein Viertel Spikes markieren. Ja. Naja gut, wie lang... Naja, weil der Despawn zu schnell ist. Dass du am nächsten Tag nachschauen gehst, ob über Nacht was in die Falle gerannt ist. Das nicht gehen. Oder? Nein, das verrottet zu viel zu schnell. Aber das waren wieder 5 Fleisch. Der Fleisch 5. Deshalb ich jetzt 34 Fleisch im Kühlschrank haben. Juhu! Unglaublich. Könnte schon langsam bleiben lassen. Habe ich eigentlich in einer anderen Partie jemals so viel Fleisch? Nein, ich habe das letzte Video, das wir gemacht haben, ja, irgendwie in die Richtung benannt, weil es einfach. Was da an Viechern rumrennt in der Alpha 14 ist der Hammer. Ja, komplett. Ja, hast du noch ein wenig Holz auf Lager? Ja, hab ich noch. Das werde ich mir dann holen müssen, weil ich mach da jetzt gleich die ganze Wand auf. Und dann wird's zugig. Genau, dann zieht es oben wieder ein, dann klopft sie, dann kriegen wir wieder einen Schnupfen. Nierenbeckenentzündung. Grausig. Blasenentzündung. Sowas wie ein, was ist das, der komische Tee? Blasentee. Den wir damit, genau, das ist ja irgendein spezielles Kreis, der ja, Blasentee. Ja. Ich hab vor langer Zeit wirklich so eine Nierenharnwegsentzündung oder so irgendwas gehabt. Vollkommen schmerzlos. Hab ich nur gemerkt, weil der Arzt gesagt hat, hey, sie haben eine Harnwegsentzündung. Ja, okay, ist doch klar. Ey, ein Screamer, scheiße. War ja klar. Kaum macht man und der holt Verstärkung. Der ist gerade unten in die Spikes rein. Aber wenn er so laut schreit, dann holt das normalerweise, spawnt das dann was in der Nachhand. Ja, dann lassen wir da mal das Fenster offen, weil der ist genau da rein. Ja, ich wollte eigentlich gleich sowas wie am Balkon da aufzimmern. Ja, willst du gleich Holz haben? Nein, ja, warum nicht? Dann wirf ich da gleich mal eins hin, bitte. Da kommt Holz, da liegt Holz. Wo ist Holz? Da ist Holz. Super, danke. Das war so. Kann man da, geht sich das aus von da? Nein, natürlich nicht. Aber weißt du was, vom Wachturm aus müsste es sich fast ausgehen. Hast du echt? Ja, müsste das reichen. Jetzt renne ich wieder oben. Das ist aber ein blöder Zugang. Also. Aber die Spikes da unten haben sich schon voll aus. Die sind super. Schau, das geht sich super aus. Sehr fein. Ich kann nur hoffen, dass die jetzt nicht unten dann aufgekommen, wenn sie auf den Spikes draufstehen. Weiß ich nicht. Aber das mit die Leichenhaufen ist mir sowieso ja noch kein noch nicht ganz klar. Ah, es wird bald Tag übrigens. Das macht nichts mehr, hackeln die Nachtschicht auch. Aber jetzt kann man den Übergang einmal ein wenig beobachten. Du sag mal, reicht ein? Schau mal außer da nochmal auf dem Balkon. Reicht da ein so ein Ding? Müsste eigentlich reichen, oder? 1 Meter, der Balkon. Weil sonst nimmt man sich wieder selber die Sicht, oder? Ja, schon. Schon. Gell? Und ein Tier? Ja. Alle ein Tier. Genau. Hier muss her. Und da nehmen wir vielleicht noch einen her zur Sicherheit. So. Nicht zusammenhauen, verstärken. Tödel. Ah, da können wir jetzt nach Osten und mal schauen, ob es was wird. Auch es wird langsam jetzt schon heller, wenn du merkst. Ja, sogar sehr merkbar. Aber irgendwann ist dann zumindest in der Alpha 13 noch der Punkt gekommen, wo es einfach wusch macht. Und das ist ab.
Popgoat. Ah, Wusch macht's nicht. Also ich sehe da schon in der Ferne die Felder raufgehen. Also so wie ich vorhänge, das bei mir in meiner Grafikeinstellung. Von der Bär. Das ist ja ausgezeichnet. Ich würde das da wirklich auf 1 lassen, damit man auch noch nach unten schießen kann von da, ne? Yep. Wenn wir da jetzt noch 1 Fähre bauen, dann verdämmen wir uns den. Ich meine, das ist natürlich gefährlich, runterfallen und so, aber ja, mei. Ja, mei, sind eh nur Spikes und die gleich hin. Eben. Was kostet schon ein Respawn? Gar nichts. Gar nichts, vor allem so, geil also, daneben, ne? Was haben wir da? Da haben wir auch so genauso was ähnliches. Das passt. Da haben wir. Du kannst doch die Türme verstärken, da nehmen wir Schreibtisch. Jo, wo ist denn? Die da. Ah, warte mal. Wir brauchen und definitiv Fackeln, mit denen wir uns die Türen markieren. Wo geht's denn hier raus? Die ganze Zeit im so, das ist ja sowieso die Riesenschussgalerie. Ah, die halt auch sehr viel Sicht verdurrt, weißt, was wir da machen konnten. Komm, was ist das? Schon wieder, wir sind los. Ich? Also, mir ist schon was. So, guck mal. Oben? Ja, oi? Da auf der großen Terrasse. Ja, ich bin unten. Was ist, wenn wir da Löcher in die Terrassen reinschießen? Zum Obi-Ballern, hä? Mit Iron Bars oder so, meinst du? Ja, mit Gitter zu machen. Ja. Zum Obi-Schießen halt. Das einfach. Ist eine gute Idee. Schieß Schwerten nach unten. Ja. Mach ich das mal. Wir machen eine gute Idee. Das jetzt auch. So. Kannst du ein paar Iron Bars bauen noch? Ja. Ich mal welchen Auftrag. Ah. Alle Fälle in der Schmiede. Geh mal wieder hinzocken wieder. Ich glaube, das ist gar nicht so deppert. Ich hoffe, das tragt dann noch. Also, wenn du das nächste Mal auf die Veranda gehst, beim Aussehen aufpassen. Okay, gut, also ich setze noch keine Spikes unterhalb hin. Kannst schon machen, man muss halt aufpassen. Und wie gesagt, da kommen ja eh Eisengitter rein, es tragt da nicht. Ja, ja, aber momentan jetzt ist halt sind noch keine Eisengitter drinnen ja, und kämen ja, ich rutsch da sicher rein. Nein, du musst einfach, wenn du auf große Veranda gehst, halt einfach ja, schauen. Der Baum hat jetzt langsam. Von mir auch eine Pirouette gemacht, die vorumgefallen ist. Ah ja, da ist unsere Höhlengrube. Ah. Oh, die Zombies. Ah, die Gartstimmer. Glaube ich. Gleich die Spikes hinmachen. Also ich brauche 6 mindestens. Aus. So Gitter. Ah, Gitter, ich habe mal glaube ich 4 in Auftrag gegeben. Sind dann unten in der Forge schon fertig, glaube ich. Ich hoffe, das zahlt sich aus. Komm rauf und schätze ein, ob das was Sinn hat oder nicht, sonst machen wir es wieder zu. Ich glaube aber schon, dass es einen Sinn hat. Ja, glaube ich auf jeden Fall. Naja, vielleicht sogar Bräder. Vielleicht sogar also zweier fällt, meinst du? Ha? Ja, ich habe immer 2 so Dinger rausgekockt. Ja. Vorsicht beim Aussehen, gell? Ah, genau da! Ja, genau da! Komm, unfassbar, genau beim Aussehen! Ja! Ah, ein Albtraum. Ja, ich probiere mal reinsetzen. Aber es ist, ich glaube schon, dass das gut ist, weil... Ja, ich glaube auch. Ja, super, siehst du, kann gar nichts passieren. Ja, gar nichts passieren, voll geil, genau. Voll geil. Super, spitze, richtig okay. Gut. 2 Stück brauchen wir noch. Genau. Probier mal aus, ob es tragt. Ist sicher tragt. Ja. Ist nicht tragen. Ich weiß nicht, ab und zu ist mir schon passiert, dass die Dinger dann einfach runtergebrochen sind. Oh, okay. Ich weiß nicht, woran es liegt, wenn man es. Ich hab's. Ich weiß glaub, nicht, ob man es verlängert hat. Wenn du die aneinander gibst. Ja, ja.
das gefällt mir schon einmal. Jetzt wollen wir eine kurze Außenbegutachtung machen von der ganzen Gaudi. Und dann gehen wir los und holen dir ein bisschen was zum Heilen, würde ich sagen, oder? Eine Heile. Oh. Ich glaube, wie so lange Steiner klopfen, wir brauchen mehr Eisen. Du brauchst Penicillin. Ja, oder ein Honig. Ich glaube, im Moment reicht noch der Honig. Ja, dann würde ich sagen, wir holen uns das. Ja, gut, der Sonnenaufgang ist jetzt richtig schön smooth. Gefällt. Also da schießen wir da ums Eck. Ja, können wir eigentlich auch. Da ist man auch gut abgesichert. Ja, das Einzige, wo wir nichts haben, ist jetzt in der Ostseite direkt. Aber da kommen wir, glaube ich, über... Kann noch ausbauen, oder? Ostseiten, ja stimmt, Ostseiten müssen wir noch aufknacken. Wenn du nicht Penicillin suchen gehen willst, dann mache ich das. Ah, das musst du sagen. Ja. Na, sonst, ich schaue mir einfach in der Umgebung ein bisschen um nach leeren Baumstämmen, weil da sind ja gern Honigsachen drin. Mhm. Ah, die Iron Bars sind übrigens da drinnen. Wo drinnen? Kannst rausholen, in der Schmiede. Okay. Ich klopfe ein Loch, ich klopfe ein Loch, ich klopfe ein Loch, ich klopfe ein Loch. Na, ich schau mal kurz in die Umgebung. Vielleicht finde ich ja gleich einen Baumstamm und vielleicht habe ich gleich Glück. Mach mal. Bei Bier haben wir ja genug gefunden. Ja. Aber das war halt Bier und kein der Honig. Oh, wie ist denn? Abknallen, sofort abknallen. Und was ich mir vorgesehen habe, ist ja die Sache, es gibt ja von der Dosennahrung her alles mögliche im Einkauf, unter anderem auch Hunde- und Katzenfutter. Ne? Mhm. Hunde haben wir gesehen, ne? Ja. Was ist mit den Katzen? Ja, Katzenfutter gibt es auch, Miau Ciao hast du ja sogar. Eben, aber ach so. Wo sind die Katzen? Na, die waren vielleicht nicht so ansprechend auf den Virus und sind einfach nur krepiert aus. Arme Katzi. Hasenkatzi. Das Spiel geht mir auch schon am Sack, ich sag's dir. Es ist so lieb wie es ist so scheiß schwer. Unglaublich. Ja. Hast du verschiedene Möglichkeiten der Schwierigkeit gehabt? Nein, das ist einfach schwer. Das ist, was das so Auge-Hand-Koordination und Feinmotorik, alles Sachen, über die ich nicht verfüge. Übrigens gemerkt, ich weiß nicht, ob das intendiert ist, aber Hirsche sind schneller und leichter zu erschießen als Schweine. Wirklich? Mir ist vorgekommen, dass generell alle Viecher langsamer geworden sind. Früher bist du denen überhaupt nicht nachgekommen. Ja. Ich kann mich erinnern, dass du in der Alpha 14 schon ein Schwein erwürgt hast. Vor laufender Kamera. Genau. Nein, aber ich brauche für das Schwein brauche mehr Pfeiltreffer als für den Hirsch. Das ist ein bisschen komisch. Ja, vielleicht weil man einen Hirsch besser headshotten kann. Headshotten kann. Weiß nicht. Das ist auf alle Fälle seltsam. So, jetzt haben wir da auch was zu. Sind wir da? Achso, Metal Grids. Eisen Dings ist drauf machen. Ich glaube schon. In der Schmiede hat sie gesagt. Gut. Kommst mir da wieder einer entgegen. Ja. Da war klar. Ich kann noch mehr von die Dinger herstellen, hm? Iron. Das muss natürlich leicht ausgehen. Ich baue nur ein paar so. Ja, oder hast du mit Metall was anderes vor? Ja, wir können Forged Iron einmal machen für bessere Werkzeuge. Warte, ich baue nur 6, und warum geht das nicht? Was fällt da? Brauchst vielleicht wieder Holz oder Brennmaterial oben? Ja, ich dödel. Stimmt. Jetzt geht's. Jetzt klappt's auch mit den Eisengittern. Wie viele Minuten haben wir denn da? 2:30 müssen eigentlich reichen.
sie denn die ganzen Baumstämme? Aber kämen da die Crawler nicht trotzdem auf? Wie sicher kämen die da trotzdem auf? Meinst du jetzt Wie bei macht unserer man an Veranda? der Wand einen Überhang bitte? Da kann, das geht nicht. Die kann man nicht aufhalten, die muss man anders aufhalten. Ja, mit Abschießen. Oder mit Sprengfallen. Wir oder müssen so mit wie Spikes. noch einmal so einen verkehrten L-förmigen, verkehrt L-förmiges Glander aufbauen, dann können wir es nicht drüber. Ja. So, das wäre jetzt immer Krankenschwester. Ja, oder so Kranken. Und da am Eck, ja, da am Eck wird es wohl funktionieren. Nicht aus, damit. Das bin wohl nicht. Mag ich gar nicht, der holt einfach zu viel Fest raus. Okay, ich habe die radioaktive Zone gefunden. Juhu! Wo es immer regnet, komisch. Ich weiß schon, wie man das löst. Sag nur Tschernobyl und die Schwammerl, die so gut gewachsen sind. Gut, haben wir noch genug zum Schmalz verkochen für Fackeln? Es ist gescheitert, wir machen das mit Kohle. Haben wir noch genug Kohle? Du musst schauen, ansonsten nehme ich eine mit, ich habe da gerade irgendwo eine gesehen gehabt. Kohle, Kohle, Kohle. Sonst wenn haben du ja, im ja Burning Wood Biom eine Holz, eine brennenden Holz oder verbrannten Holzdinger zerklopst, kriegst du auch Kohle raus. No coal. Was ist das? Cobblestone. Wo lagern sie denn die Kohle? Okay, also ganz haben wir vielleicht noch keine gefunden? Ich glaube, wir haben noch nichts. Oder oben in den Nadeln? Nein. Ich befürchte, wir haben noch keine Kohle. Aber wir haben dafür Schmalz. Ich mach's mit Schmalz. Ich mach's mit Schmalz. Ja, aber bei Schmalz brauchst du ja die ganzen Stofffetzen. Ja, Glas kann kein Problem sein. Es muss doch irgendwo noch. Ja, Kotten gibt's noch ein bisschen. Kotten sein. Oder auch nicht. Scheiße. Ich hab irgendwo Klopf und Kotten gesehen in anderen unteren Sprachen. Auch eine Kistenweile. Negativ. Wir brauchen Kisten. Auch eine Kisten ist gescheiter. Sonst, welcher Lade war denn das für einen Laden außer Zirka? Ah. Secure Storage Chest, die Pocket. 2 oder 3, machen wir mal 3 gleich. So. Fisch kann sich doch wohl ein Baum sparen. Aber Kohle. Du wirst da ist Kohle. Eigentlich passt 7 Tage. Da war recht gut. Ja, die eine Krankenschwester hat auch nichts gehabt. Blöderweise. Das finde ich cool. Unlock. Unlock. Und unlock. So, und jetzt haben wir das ganze Zeug aus da. Und fang gleich mal zum Eis. Während du wieder Abenteuer erlebst, lass ich die Leute beim. Abenteuer ist gut, kurz vom Verdursten. Lass ich die Leute beim. beim Kuchenzahnrahmen zuschauen, so. Ja, wie es ist gehört heute, muss halt ein bisschen häuslich sein. Ne? Das ist die ja. Arbeitszeitung heutzutage. In der modernen Familie, auch in der Zombie-Apokalypse, gibt es die Arbeitszeitung zwischen Mann und Frau. Die Frau geht auf die Jagd und der Mann macht den Abwasch. Ja, das ist verständlich. Da bin ich doch nur auf der Suche nach einem Wohlbaum, dann bedrohe ich. Okay. Nächster werden auch genommen.
Willst du das Scrap Iron noch irgendwie aufgehalten oder? Na, das kannst du einschmelzen. Denke ich auch. Haben wir schon mal Forge Iron. Ah. Kaffeehaus, so, okay. Dann nicht weiter. Oh, noch. Der hier. Smeltet. Ja, genau. Das ist der Autos und ich hab eine Ranch. Eigentlich könnte man das mit R machen, ich dödel. Okay, das ist nicht schlimm. Kartoffelsamen. Kartoffelsalat wäre mir lieber. Ja, den können wir ja machen, wenn wir Kartoffeln nochmal angesetzt haben. Ja, unbedingt. Den Samen habe ich gemerkt, dass du aus einem Golden Rod jetzt nur mehr einen Samen rauskriegst und nicht mehr zwei. Ja, das macht nichts. Das, wo Tee machen, waren wir jetzt einfach. Immer eigentlich. Dafür was bringt, weil das war wirklich gut. Ja, das ist gut. Ja. So, haben wir sonst noch irgendwo was? Ich glaube im Shelf, ja, Freunde. Ein Buch, Regal voller Waffenteile. Wie schön, wie schön. Schön, oder? Ja. Endlich macht Lesen wieder Spaß. So, Bandage. Ich stelle mir vor, dass das so beim klassischen NRA-Mitglied eh das normale Buchregal ist. Wahrscheinlich. So in jedem Einband drinnen ein Teil. Damit es nicht auffällt, dass er irgendwelche. Naja, falls man Kaliber hat. Die NRAler sind ja stolz drauf, nicht? Das heißt, der hat das eigentlich in der Auslage stehen, sein Material. Und die können natürlich nicht. In einem Zombie klopfen. Ein Klopfer-Zombie, ganz Klopfer-Zombie. Nein, das ist ein Bär, der auf einen Zombie haut. Der Bär hat gewonnen. 1-0. Ein bisschen ein Cloth zumindest. Passt. Und dann müssen wir noch das Fett verkochen, gell? Genau. Aber eh ganz normal. Der tote Zombie? Terno hätte ich gern. Und die hohlen Baumstämme sind nicht gesät, also in der Alpha 13 ein in der Zone. Wahrscheinlich müsste man ins Eis rauf. Aber von Eisausflug habe ich auch noch gewusst. Der jetzigen Gewandsituation nicht anzuraten. Jawohl, ich hab mit mir. Ich bin wunderbar erzogen. Was habe ich denn alles für eines? Ja, du schwitzt da. Ja, weil ich so coole Jacken habe. Die ziehe ich nicht aus. Jawohl. Schwitze ich halt. Macht nichts. Aber Fisch ist. Genau. Fisch. Cool, sagt man da. Cool. Also mir ist gesagt worden, man sagt heutzutage nicht mehr cool, sondern man sagt, das ist Keksi. Das ist wie? Keksi. Was soll das heißen? Was ist das für ein beknacktes Wort ist das wieder? Keksi. Es ist der Diminutiv von Weihnachtsbäckerei. Toll. Ja, keine Ahnung, es gibt ja irgendeine komische Keksfirma, die Keksi produziert, oder? Ja, und also die wieso Taché assoziiert Keksi? Das mit, in irgendeiner Form mit stylisch, modern? Ich weiß es nicht. Es ist Jugendspeak. Zeit. Jugend wurde mir gesagt. Jugend am Arsch, nur damit ihr es wisst. Damit ihr es wisst, wie wir ticken, wir alten Säcke. Oh, eine Krankenschwester, vielleicht hat die ja was. Wie ist sie? Unter 30, kann sie sich schleichen.
So, jetzt fucking bauen. Achso, nein, ich will gerade Teller kochen. Ich töte. Grantig und senil. Das ist mein Marsch. Okay. So, was ist mit der Krankenschwester leicht? Schau mal. Er hat sich kurz weggedreht. Na, aber das Rezept für ein First Aid Kit. Auch nicht schlecht. Wird auch genommen. Ich hatte doch gerade noch. Ja, eben. So. Ein grünes T-Shirt. Juhu. Das ist cool. Regnet schon wieder. Wir brauchen Stahltüren, Stahltüren. Wir haben Tag 3. Wieso wurscht? Wir brauchen trotzdem Stahltüren. Ja, mehr. Also Stahl, wie gesagt, können wir uns nehmen, wenn wir. Warte mal, Construction Tools auf 10, glaube ich. Das schauen wir die Tools. Das müsste leicht schon sein. Auf wieder. Will er nicht. Ich bin das. Steelsmithing. Brauchen wir Construction Tools 40. Concrete ist mit 20. Concrete kriegen wir leichter zusammen als Stahl. Construction Tools 40, das sind doch sicher schon. Wenn ich es fand, aber ich finde es nicht. Wieso ist denn das bitte nicht alphabetisch? Alphabetisch, ja, es ist auf Seite 2. Ah ja. Das zweite. Na, 22. Damit, auf 40 brauchen wir es, dann habe ich die. Ja, aber du, mit 20 kannst du da schon Concrete nehmen. Ja, was soll man mit Concrete? Wir brauchen Stahltieren. Sollen wir uns einmauern? Wir können uns gern einbetonieren, aber das läuft aber irgendwie guck im Ziel mal, vorbei. Cool, wir haben einen ganzen Haufen Vogelnester hinterm Haus. Ist super. Oh. Ja, fein. Jetzt brauchen wir nur noch die Bibi-Hände, die wir dazu halten können. Ah ja, ich würde die Farming einführen. Ich hab doch gerade ein zweites Nestle gesehen, eben. Ja. Was für ein schöner Treffer. Ja, große Birken. Ja, wo brauchen wir denn noch eine Fackel? Wo ferkeln wir denn noch rum? Irgendwie da hinten, oder? Was? Cool wäre, jetzt fängt es gerade zum Regen an. Ja. Wenn das die fucking auspüsteln darf. Naja, du hast sie mit Fett getränkt. Ja, und einen gescheiten Regensturm überlebst du da trotzdem nicht. Ja, das stimmt. Einziger Holerbank, da muss noch was hin. Alles voller. Wo so aus? Zombies? Na. Die Suppe? So, und jetzt werden wir premierenmäßig zum ersten Mal eine Aufnahme unterbrechen, während es noch helllichter Tag ist. Und uns jetzt schon verabschieden. Und der Grund dafür ist, dass nach dem ersten Kaffee am Tage, naja, Sie wissen. Auf jeden Fall, es wird dringend. Alles klar. schönen Dank fürs Zuschauen beieinander. Schöne Zeit und ein schönes Spiel wünsche. Und bitte, wir singen uns in Bälde wieder, so schnell wie es geht, um genau zu sein, wahrscheinlich eh in 10 Minuten. Bis dorthin allerdings guten Stuhlgang und guten Abend. Ciao dabei.